Oh Gott, hat irgendjemand den scheiß Link? Warum? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich stehe jetzt extra so früh auf und dann kannst du den Fick nicht mal irgendwie finden? Oh Gott, was ist diese Webseite? Alter, wo ist denn das? Ich sehe einfach nur andere Leute, die damit live sind, aber nicht das Ding. Wo ist das? Oh, ficken! Ja, Riot Games spielen, danke. Bitte hat irgendjemand den Link? Das ist doch... Haben Probleme, brauchen noch. Warum sehe ich denn dann Leute, die da live sind mit? But it's okay, we're loyal Grasshopper fans. Oder was? We waited. How many of us have been waiting since the original countdown video, like 2 months ago? I think it was more than 2 months ago. I think it was almost 3 months ago, right? Hast du die ernsthaft an den Wecker gestellt? Nee, don't worry, guys. They said it's a little late. It's gonna be a little late, but it's coming soon. Oh, ich hab keinen Bock, ey. Ja. Alter, ich bin extra so früh aufgestanden. Das Einzige, was die machen können, ist doch wenigstens ihren Scheiß live kriegen. Oh Gott, ich hab keinen Bock mehr. Gerade aktualisiert jetzt ausprobieren. Deine Mutter will ich ausprobieren. Doi 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 bam pa 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 pa. Komm, haben wir denn wenigstens. Ist der eigentlich irgendwie online? Ist der verfügbar, der No More Heroes Soundtrack? Nur der Dreier, ne? Oder hier? Ja, ist ja nicht offiziell, ne? Ich krieg das Kotzen. Den lieben langen Tag nur noch am Kotzen. Machen wir einfach noch so ein bisschen. Ah ne, komm, machen wir. Wie heißt das?
Weißt du, die müssen das ja unbedingt. Die müssen das ja unbedingt um diese Uhrzeit machen. Warum ist eigentlich die Desktop-Audio? Warte mal, was ist die Eigenschaft hier? Wenn ich die Eigenschaft hier erweitere, die Scheiße. Ich hab ja immer Wasser kalt in meinem Kühlschrank, um mir daraus eben Holy zu machen. Das hier stand aber gerade zu weit hinten im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, wenn ich es schüttel. Da ist einfach ein dicker Eisklotz drin. Da ist einfach wirklich ein fetter Eisklotz draus geworden. Also ehrlich gesagt, mega geil ist, dass das Ganze noch kälter macht. So Leute, wenn wir jetzt warten und die versuchen, das geschissen zu kriegen, falls ihr noch wach sein solltet oder gerade erst wach seid, warum nicht die Zeit nutzen, um euch noch entweder geilen Holy Energy oder Holy Ice Tea zu holen. Die perfekte Zeit ist gekommen, Leute, jetzt das Probierpaket zu holen. Und nicht zu vergessen, den Code SPECKUPS5 für 5 Euro Rabatt beim ersten Einkauf, bei der ersten Bestellung, beziehungsweise SPECKUPS für 10% Rabatt zu nutzen. Eine wunderbare Möglichkeit, diesen Kanal, mein Stream und meine Arbeit zu unterstützen. Holy shit, ey, ich kling auch noch so, als wäre ich gerade aufgestanden. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin gestern früh ins Bett gegangen, für meine Verhältnisse. Wehe, das ist Käse. I'm sorry, that's a timeout. Kein Käse, aber da brauche ich nicht. Muss noch warten, bis endlich wieder Pfirsich verfügbar ist. Haben die... Oh Gott. Einfach, weil die Sachen zu gut sind. Daran seht ihr das, Leute. Die Sachen sind einfach zu gut. Und deswegen ist alles die ganze Zeit immer ausverkauft. Aber ja, auf Blackberry Tea gibt's noch Rabatt. Denkt dran, die Sachen stacken, ne? Also wenn es hier Rabatt gibt und ihr dann den Code benutzt, dann kriegt ihr darauf auch nochmal die 10%. Haben sie hier denn wieder die Sachen mittlerweile verfügbar? Oh. Obwohl Gorilla's Grape ist noch verfügbar. Die ist auch super. Das ist vor allem... Ich meine, die Sachen sind ja generell eher milder im Geschmack.
Aber das ist nochmal besser. Also das ist nochmal. Das Gorilla Grape ist nochmal eine Ecke milder. Finde ich auch wirklich großartig. Ist immer noch nix. Es ist immer noch nix. Was ist da los? Was los? Wo direct? Hä? Hä? Leute. Wo direct? Ey, der Soundtrack ist so geil. Der Soundtrack ist so geil. Warte mal, Masafumi Takada. Alter, dieser Mann, ein Gott. Literal Gott. Yeah, we're doing this on purpose. Aber ich kann es ja von hier machen. Mein Mauszeiger ist kurz da drauf. Ich gebe noch eine Verwarnung. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Immer diese ganzen... Björn, mach bitte Dark Mode. Weil das fucking Ableism ist von euch. Das ist für mich anstrengend zu gucken. Das ist für mich schon schwieriger zu sehen als auf einem weißen Hintergrund, okay? Ich möchte mal sehen, wie ihr damit klarkommt, wenn ihr irgendwie permanentes Ghosting in eurer Sicht habt. Lass es jetzt nochmal durchgehen, weil das wahrscheinlich wieder nicht gewusst wurde. Das ist okay. Aber lasst Leute einfach in Ruhe den Light Mode nutzen. Holy shit. Es wird schon einen Grund dafür geben, warum Leute das machen. Ja, komm, mach mal. Oh. Bester Track vom ersten Teil? Was fehlt jetzt eigentlich noch? Also was halt geil wäre, Flowers Sun and Rain Port, ein Remaster von der PS2 Fassung. Das wäre hervorragend. Wenn ihr Leute jetzt denken, was? Aber Flowers Sun and Rain, Björn, das ist doch ein DS-Spiel. Haha, you fools! You idiots! Das ist ursprünglich ein PlayStation 2-Spiel gewesen, was nie zu uns gekommen ist. Sondern wir haben eben nur den DS-Port gekriegt davon. Das ist die Umsetzung, die wir bekommen haben. Aber Flowers Sun Rain in der originalen PS2-Fassung ist Japan-exklusiv bis heute. Das wäre so geil. Ich glaube nicht, dass sie Shining Soul machen würden. Das glaube ich nicht. Wäre auch cool, so einen Doppelpack zu bekommen davon. Nochmal als Port. Das ist, weißt du, Leute wollen so, okay, das ist Flower Sun Rain, ja. Das ist cool. Die waren OGs, die wollen Michigan Report from Hell haben. Wollen wir, dass es teurer ist. Ich glaube, die DS-Version von Flower Sun Rain ist immer noch relativ günstig. Die PlayStation-Fassung von Flower Sun Rain ist immer noch günstig. Getting it ready now, ja. Ich hoffe, das hat dann zumindest noch einen Countdown. Ich hoffe nicht, dass sie dann noch irgendwie... Flower Suin! Wer kennt das nicht?
Das ist das niemals kaufen. Du brauchst die Anleitung. Das Spiel ist literally unplayable ohne die Anleitung. Du brauchst die. Das ist so ein bisschen wie Metal Gear Solid 1 versuchen durchzuspielen, ohne das Case zu haben. Weil du dann den Code von Meryl nicht findest. Ja, das ist okay. Okay, das ist schon teuer geworden. Holy shit. Ich hab das, glaube ich, für einen Fünfer oder so gekauft. What the fuck? Ja, okay, dann wär doch mal gut. Aber Michigan Report from Hell ist, glaube ich, noch teuer. Wenn du da nicht die japanische Fassung haben willst. Ihr habt doch den Arsch offen! Alter, man hat euch doch ins Hirn geschissen! Das ist Michigan Report from Hell, das ist nicht Rule of Rose. Das Ding ist ein PlayStation 2 Budget-Titel. Seht ihr? Deswegen brauchen wir davon einen Remaster. Deswegen brauchen wir davon einen Port. Michigan Report from Hell. Alter. Das hat bis noch vor, ich glaube, 3-4 Jahren hat das 2 Euro gekostet. Kein Arsch hat sich dafür interessiert. Das ist, ich hasse diese komplette, ich sammel für meine Preise und damit meine Spiele im Wert steigen. Alter, ich steig dir gleich in deinen Arsch rein. Das ist so eine pissige. Weil die ganzen Leute, keiner davon interessiert sich für das Spiel. Keiner. Niemand davon mag dieses Spiel überhaupt. Aber das ist dann so, oh, PlayStation 2 Survival Horror Titel. Oh ja, jetzt fangen die an, alle teuer zu werden. Das heißt, wir müssen die alle teurer machen. Die haben alle viel Wert. Die ganz auch Kuren. Das hat jahrelang nichts gekostet. Ich weiß noch, um die Zeit rum, als Tom sein Video dazu gemacht hat, zu Kuren. Ne, so Anfang 2015, oder wann war das? Anfang Mitte 2015. Der hat da 10 Euro gekostet. Der hat das, und zu dem Zeitpunkt hat Rule of Rose schon 200 gekostet. So viele von diesen PlayStation 2 Titeln, die sind einfach jetzt auch alle 200 auf den Preis angestiegen. Nur weil es irgendwie ein PlayStation 2 Horror-Titel ist. Spiele, für die sich kein Schwanz jemals interessiert hat. Für die sich immer noch kein Schwanz interessiert. Aber Hauptsache, es kostet viel. Ach, das ist zum Kotzen. Da kriegen wir, glaube ich, nicht. Das ist genau wie Blood. Wie Blood Plus kriegen wir wahrscheinlich auch nicht, einfach wegen der Lizenzen. Contact, neue Auflage, aber das ist sehr an den DS gebunden auch. Da würde ich, glaube ich, nicht mit rechnen. No More Heroes haben wir ja gekriegt. Das meine ich, es wäre schön, wenn No More Heroes endlich für andere Konsole kommen würde. Das wäre auch eine schöne Ankündigung. Das wäre auch eine schöne Ankündigung, wenn der. Weil ich glaube, wir haben. Auf Steam gibt's die, ne? Was ist denn hier passiert? Oh, der Store wurde aktualisiert. Ah, anderer Font! Nope, more heroes. Ist die Anzahl der Heroes gleich gewesen? Nope, more heroes. Ja, weil das wäre vielleicht noch geil, wenn wir so eine PlayStation Xbox Fassung kriegen würden von No More Heroes 1 und 2 in so einem Bundle. Am besten noch physisch. Das wäre super. Da hätte ich Bock drauf. Das haben wir ja gekriegt. Ja. Haben sie angekündigt. Ich nehme mal an, da werden wir jetzt auch ein Datum
und Zeitangabe kriegen. Oh, Leute. Das war so schön. Das war so schön. Das ist ein Kinect-Spiel. Davon eine VR-Version wäre cool, wenn sie das irgendwie porten könnten. Liberation Maiden ist wahrscheinlich, müsste Level 5 halt garantiert machen. Lollipop Chainsaw ist ja nicht mehr in den Händen. Black Knight Sword. Weiß ich auch nicht, ob sie da irgendwie... Das ist halt wie... Weil Xenomorda hat eine neue Auflage gekriegt. Ist auch ein Dreckspiel. Black Knight Sword. Keine Ahnung. Killer is Dead wäre super, aber das liegt halt auch bei Kadokawa Games. Da werden die wahrscheinlich nichts mit zu tun haben. Genau wie Danko Tsukigime's Longest Day. Das Spiel an sich ist halt sehr kurz, sehr egal. Das war nur relevant, weil da mehrere Anime-Kurzfilme drauf waren. Das ist auch der einzige Grund, warum die PlayStation 3-Fassung irgendwas wert ist. Ja, Let It Die da hätte ich noch gerne einen Xbox-Port von. Von Travis Strikes Again hätte ich noch gerne einen Xbox-Port. So, hey Leute, wie wär's? Wie wär's? Wie wär's mit No More Heroes 1, 2 Port für neue Konsolen? Travis Strikes Again, Xbox-Version und dann kommen No More Heroes 1, 2. Einfach die ganze Serie in den Game Pass. Komm, das wäre doch eine Ankündigung. Das wäre doch nice. Ihr könnt doch irgendwas Neues ankündigen. Das ist auch natürlich auch gerne. Ich meine, Suda wird hoffentlich jetzt auch weiterhin an irgendwas arbeiten. Und das ist jetzt auch wieder 2 Jahre her. Deswegen, ich bin mal gespannt. Killer ist jetzt zumindest abwärtskompatibel. Ja, aber es wäre halt trotzdem schön, die Sachen noch besser verfügbar zu machen. Shadows of the Damned ist auch abwärtskompatibel. Das ist auch abwärtskompatibel. Ich weiß gar nicht, ob das... Hat das eine PC-Version? Killer is Dead? Ja, siehst du, Killer Set hat zumindest eine PC-Version. Aber Shadows war ja, meine ich, nie irgendwie... Er hat noch nicht mal einen Eintrag momentan. Alter, wofür bin ich so früh aufgestanden? It's Jover. Literally 1984, ja. Oh, Lord Zwiebel, vielen Dank für das Abo übrigens. Vielen Dank, ja. Gestern noch gekauft. Wie viel kostet das eigentlich mittlerweile? War das Short Peace oder Peace? Oder war es Peace? Das geht eigentlich sogar noch. Ich hab ein Pressemuster davon. Ich habe ein Pressemuster davon noch, aber vielleicht sollte ich mir tatsächlich auch mal eine physische Version davon holen. Einfach weil meine PS3-Sammlung sich langsam der Komplettierung ändert. So, es gibt noch ein paar Sachen, die ich haben will. Warte mal, wo habe ich? Nee, PS3-Liste. Da fängt es langsam an. Muss halt zwischendurch immer mal rüber gucken.
brauche noch die japanische Version von Evil Within für die PS3. Ich glaube, ein paar davon, ich glaube, das hat auch eine westliche Version. Ich weiß nicht mehr, ob Kung Fu Rider eine. Hat das bei uns eine physische Version gekriegt? Oh ja, tatsächlich. Ah ja, 4,49 €. Ja, okay, komm, das kann. Ich meine, das ist hier auch super. Das ist hier tatsächlich günstig. Das können wir mal wegschmeißen. Das hat, meine ich, auch eine physische Version gekriegt. Was ist das? Stager, warte. PS3. Heißt das bei uns auch so? Shooting PS3. The Shoot, das wird das sein, ne? Ja, okay, alles klar. Das heißt, das kann ich. Ich meine, das japanische Cover sieht halt auch viel besser aus, muss ich sagen. Na, halbe Stunde? Schaffen wir halbe Stunde? Nein. Nein, schaffen wir nicht. Genau, das ist aber. Ja, nee, Diagramm aber nicht. Ja, ich wollte noch einfach, weißt du, wenn ich schon dabei bin, dann auch die japanischen Originalversionen davon haben. Einfach nur, um den Teil auch vervollständigen zu können. Die Covers sind ja auch nochmal ein bisschen anders. Plus eben die PlayStation 3-Version von den Titeln. Einfach um auch mal, weil das sind ja an sich original PlayStation 3-Spiele, die halt zum Start auch eine PS4-Version eben hatten. Aber bei uns eben auch nicht raus, also ne, klar, dass wir haben Ishin im Original natürlich eh nie bekommen, von daher. Warte mal, was haben wir noch hier? Der Song ist auch so wild. Ja, ich liebe es. No More Heroes Soundtrack ist. Ich meine, wie gesagt, alles, was Masafumi Taka da anfasst, ist Gold. Alles, was dieser Mann macht, ist Gold. Ich meine, ein paar von den Soundtracks sind halt auch auf Spotify tatsächlich. Aber halt leider nicht die. Leider eben nicht die kompletten Sachen. So hauptsächlich halt Danganronpa-Soundtrack. Aber wir sind jetzt bei Grasshopper-Ding. Also müssen wir halt auch bei der Musik bleiben, Leute. Das ist halt leider unfassbar teuer, das Ding. Das ist so dieses eine PS3-Spiel, was halt leider auch insane im Preis geworden ist. So, Amazon Japan hat schon gar keine Version mehr. Hier auch. Das ist ganz wild, diese Reihe. Die sind auch von Iron. Das ist Pachinko-Spiel. Aber die haben ab dem 12. oder 13. Teil haben die tatsächlich so Adventure-Story-Modes hinzubekommen, die so sehr inspiriert sind von ihren von ihrer Disaster-Report-Reihe. Und weil das halt auch so Kultklassiker sind die PlayStation 3-Versionen relativ teuer geworden. Das ist halt leider auch so ein. Obwohl, warte, ich kann mal in den Preisen gucken. Ich muss mal kurz umschalten, Leute. Sorry. Weil sonst könnte die Adresse wahrscheinlich zu sehen sein. Das ist okay, das ist meine japanische Adresse. Ja, ist halt immer noch, ne? Ist halt immer noch so 45,
45 Euro. Oh mein Gott, es gibt Evangelion-Spiel auf der PlayStation 3. Ist auch Pachinko, ne? Ja, ist Pachinko. Wie viel kostet das? Obwohl, das wäre halt auch, keine Ahnung, ist halt auch fucking funny, oder? Es ist halt irgendwie auch fucking funny, Pachislot. Evangelion Pachislot zu besitzen für die PlayStation 3. Ist doch auch irgendwie fucking, ist doch auch irgendwo lustig, oder? Leute, was zum Teufel? What is the hold up? Ihr habt in Japan sogar gutes Internet. Das ist ja nicht mal irgendwie eine Ausrede oder so. Wie viele davon gibt's denn? Also ich meine, ich muss die anderen eigentlich auch auf die Liste setzen, um alle zu haben. Was zum Teufel ist das denn? Godzilla für die PlayStation 3. So gehe ich das teilweise selber eben immer durch. Nee, komm, machen wir auf die Liste. Max. Menacing. Alter, wie viel kostet der? Obwohl, nee, hier ist. Ich dachte gerade, das wäre. Weil manchmal kriegst du halt echt so ein Herzklabaster, wenn du irgendwie siehst, dass gewisse Titel auf einmal so krass im Preis gestiegen. Beziehungsweise du kennst sie nicht mal, aber du weißt, dass die nicht die ganze Zeit so im Preis waren. Ja, das geht sogar. Das ist auch Pachislot, ne? Ja, hervorragend. This is what we want. Ne, 17, das heißt 15. Ich glaube 14 ist noch für die PlayStation 2 gewesen. Weil hier 6 war schon für die PS2. 6 war schon für die PS2. Das ist so, diese Serie ist so unfassbar lang irgendwie auch. Warte mal, was ist denn 14? War das auch schon mal PS3? Hervorragend. Ach. Click to expand view. Das ist mein Lieblingsspiel. Leute, wie fandet ihr denn Click to expand view? Ja, das war noch PlayStation 2. Alter, wie viele PlayStation 2 Titel es davon gab? Holy fuckeroli. Gibt's einen 18. Teil? Natürlich nicht mehr. Aber es gibt noch Pretty Girls, Leute. Leute, los, holt euch eure Version von Pretty Girls für die Nintendo Switch. Es sind nur noch sehr wenige Versionen verfügbar. Okay, alles klar. Was zum Teufel war das denn? Bounty Killer? The fuck is Bounty Killer auf der PS3? Was zum Teufel ist Bounty Killer auf der PS3? Gab's das bei uns? What? Oh mein Gott, es ist auch Pachislot. Oh mein Gott, es ist auch Pachislot. Es ist auch Pachislot. Das ist so absurd, das brauche ich. Wir machen irgendwann mal Trash Tuesday Pachi Slot. Irgendwann machen wir einfach mal Trash Tuesday und wir spielen einfach nur Pachi Slot. Trash Tuesday, Leute, irgendwann gibt's einen Stream Goal von ein paar tausend Euro. Und dann fliege ich davon nach Japan und wir machen einen Livestream. Wir machen einen Livestream von Metal Gear Solid 3 Pachi Slot. Ganz geheim. Irgendwie setzen wir das auf, weißt du? Und wenn ich irgendwie so die Kamera in meine Brillengläser machen muss zum Stream. Irgendwie kriegen wir das hin. Ah! Oh Gott.
Alter, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so früh aufgestanden bin, das war für irgendeinen Urlaub. Weißt du, Benny fliegt nach Japan, steht dafür wahrscheinlich früh auf und ich stehe früh auf, damit ich warte, dass irgendein japanischer Entwickler es geschissen bekommt, seine Direct zu machen. Weißt du, ihr musstet das ja unbedingt irgendwie zur Mittagszeit in Japan aufsetzen. Oh. Ey, stell dir mal vor, das würde morgen passieren. Also ich meine, das tue ich mir nicht an, morgen früh um 5 Uhr aufstehen für die Ryoga Gotoku Direct. Ich meine, das ist halt eher auch ein, da traue ich denen auch eher zu, dass das tatsächlich stattfinden wird um die Uhrzeit. Aber stell dir mal vor, du stehst um 5 Uhr auf und der Scheiß passiert. Oh. Es gibt auch was Gacha-Kapseln mit Eisteepackungen. Alter, diese Capsule-Dinger, die sind so geil. Das ist auch direkt, du kommst im Flughafen an und du hast schon eine komplette Reihe davon. Und du hast den wildesten Kram da drin. Du hast den wildesten Kram da drin. Das ist absurd. Wo wir, ne, das letzte Mal, als ich da war, das war dann eben auch schon am Flughafen, ne, da hast du dann irgendwie gefühlt oder noch länger, ehrlich gesagt, so eine Reihe davon. Und da ist dann, teilweise hast du so, okay, hier sind Züge, hier sind Baumarten einfach. Oder einfach nur, oh, was hast du denn bekommen? Oh, ich habe eine Birke gekriegt. Oh, geil. Oder irgendwelche Frühstücksgegenstände, Toastarten, Insekten, ne? Dann teilweise auch so Pokémon, Evangelion, alles Mögliche. Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es irgendwie als so ein Capsule-Ding. Ne, vielleicht kann man das hier so ein bisschen. Vielleicht kann man das hier so ein bisschen sehen. Ne, genau so ungefähr sieht das dann am Flughafen auch aus. Und dann hast du hier einerseits irgendwie. Okay, hier gibt's dann so Autos. Dann hast du hier Dinos. Dann gibt's wieder Züge. Dann gibt's Angry Birds. Dann hast du hier einfach irgendwelche Eier. Fische, Horror. Irgendwelches Sushi oder so. Ey, es ist Popcorn. Diecast Charm. Oder Diecast. Nein, es ist Diecast D. Liebe ich. Liebe ich. Das Evangelion von Grasshopper. Okay, hab ich das eben verpasst in der Liste von Spielen, die gemacht haben? Das hier, ne? Die PlayStation Portable. Sound Impact. Das ist einfach. Nein, das ist wirklich so eine Rhythm Game artige. Oh, voll geil. Oh mein Gott, das ist ja mega. Hey, wenn's schon die DDR Szene im Anime gibt, dann kann man sowas auch machen, finde ich. Dann ist das legitim, dann passt das dazu. Warte mal. Lass mal kurz gucken. Ich habe die ja gerade hinzugefügt. Da war doch, glaube ich, gerade eben irgendein. Nein, ich gerade eben eins. Ich dachte, ich hätte sogar ein Eva-Ding in der Anleitung gesehen.
Evangelion. Ich hab auch bei Videogames geguckt. Nein, nicht Movies and TV, scheiße, ich will Videogame, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Amazon. aber ich glaube nicht, dass das, oder? Dass das dann Sound Impact irgendwie... Ich werde den kompletten japanischen Namen irgendwie haben, dann kann ich ja noch suchen. Ich weiß gar nicht mehr, was die da für Namen für benutzen würden, für Sound. Nicht irgendwie Musik oder so. Ach, Gott, mal, ja, ich kann mal. Category. Warum gibt's keine Evangelion-Kategorie für die Scheiß-Spiele? Oder benutzen die dafür tatsächlich noch einen anderen Namen? Gucken wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob die halt überall Neon Genesis davor benutzen. Das ist halt die Frage. Anders Katakana für da benutzt. Oh Gott, Videogenre. Komm, nochmal. Computer. Gemu! Du blöde Titte! Ja, muss ich wohl Gemu dahinter machen. Alter, manchmal krieg ich einfach einen Kollaps. Alter, wir machen mal... There we go. This is another case? Secret of? Oh Gott, ey, Alter, wie viele gab's davon? Das ist der Titel. Okay, warte. Läuft's mittlerweile? Ne. Haben die schon was gestartet? Ne. Gut. Alter, gibt's das denn auch in einer nicht kranken Edition irgendwie? Jesus fucking Christ! What the fuck, ey? So, ja, sorry, ich würde vielleicht einfach nur gerne... Ich würde vielleicht einfach nur gerne das Spiel haben und nicht in so einer kranken Edition. Gott, ey. Das ist doch insane. Genau wegen des... genau deswegen. Oh ja, das musst du wahrscheinlich irgendwie bei Yahoo Auctions oder so suchen, garantiert. Um das gut zu finden. Warte mal. Bim 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 b
Ja, aber es gab, warte mal, ich muss mal kurz gucken, was hatte ich noch in der PlayStation 3 Liste? Ich glaube, an nicht-japanischen Titeln habe ich eigentlich fast alles. Das ist auch so scheiße. Gibt es mittlerweile wieder in einem guten Angebot oder so? Weil das Problem ist, dass halt auch zu gucken, dass da das Spiel mit dabei ist. Weil du hattest irgendwie hier von dem Jesus Christ. Eureka 7 hattest du eben dieses Spiel nur auf so einer Blu-ray irgendwie drauf. Das war halt irgendeine Blu-ray-Version, bla bla, ne, von irgendeiner OVA. Und da siehst du, das ist Game und OVA. Und das heißt, hier ist dann. Da muss dann eben auch dann drauf gucken, dass es halt dann wirklich mit dabei ist. Very good, very good, very good. Weil. Das ist auch so ein wildes Ding, was ich dann dementsprechend mal gerne hätte. Aber ja, ansonsten, die ganzen Preise gehen davon. Da gibt's nichts, was irgendwie. Klar, ne, hier. Aber die Gebrauchtpreise gehen. Das ist noch mit das Schlimmste tatsächlich. Diese Irem Pachinko Adventure Spiele. Weil da musst du dann halt schon mindestens so 20, 30 Euro irgendwie für blechen. Aber ist auch okay. Der Scheiß ist nur das Schlimmste. Da gibt's gar nichts mehr von. Das ist so unfassbar teuer geworden. Das war, glaube ich, schon von ein paar Jahren mit das teuerste PlayStation. Also das ist jetzt nicht so auf dem Level von irgendwie hier Ra the One oder Magus irgendwie gewesen, aber das war schon vor ein paar Jahren auf so 60, 70 Euro. Und ich glaube, mittlerweile zahlst du da auch über 100 dafür. Oh. Was ist das? Downtown? Soll das Downtown sein? Wie ist das irgendwie mit dem Namen gefunden? Ach, PS3. Ja, doch. Downtown Neketsu. Es geht noch. Für ein PS3-Spiel. Ne, das ist so, hey, kriegst du irgendwie noch dafür. Ne, das ist noch in Ordnung. Das ist noch nicht zu krank, wenn ich das eben mit allen anderen Sachen vergleiche. Also heißt so, PlayStation 3 kriegst du tatsächlich noch die Sachen momentan gesammelt. Was auch wild ist, ist das hier. Lass mal gucken, bevor wir jetzt wieder in einem Rabbit Hole versinken. Okay. Ja. Bevor wir wieder in einem Rabbit Hole versinken, das ist Toys to Life. Es gibt ein Kamen Rider Spiel, das ist Toys to Life. Weil du hast dann wirklich diese Figuren hier dazu, die du da drauf setzt. Ich weiß nicht, ob man das, ob es davon gutes Bildmaterial irgendwie gibt. Das heißt, das Spiel zu bekommen an sich kostet halt gar nichts, ne? Das ist hier so 1,50 € ist das ungefähr. Aber du willst eben dann die Edition haben. Hervorragend. Du willst eben auch hier die Edition dann mit den ganzen Figuren haben. Ich weiß nicht, ob das jemand. Also hier genau, da kann man es so ein bisschen sehen. Wow, das ist halt so genau wie. das ist genau wie so Skylanders. Same, bro. Same. Und dann kannst du damit spielen. So, weil das will ich nämlich auch haben, aber du brauchst dann die Sets davon. Und das Spiel an sich ist halt, kostet halt überhaupt nichts. Aber wenn du es dann mit dem ganzen Katalog haben willst, sodass du es auch spielen kannst,
Weil ich weiß nicht, ob hier auch das Set dabei ist oder nur das Spiel neu. Das ist nämlich die Frage. Oh mein Gott, hier sind auch noch andere, die ich glaube ich nicht habe, oder? Weil die beiden habe ich. Gott, was ist das? Weißt du, da denkst du eigentlich eine Übersicht zu haben von dem ganzen Quatsch. Oh ja, hier, PlayStation 3. Ja, Baby. Ne, genau, sowas willst du haben. Und dann gibt's nur noch eine neue Version davon. Es ist so wild. Obwohl, es wäre vielleicht noch lustiger, das eigentlich für die Wii U zu haben. Das Cover sieht auch eigentlich voll geil aus, muss ich mal. Oh yeah, Baby. Japanische Wii U-Fassung von Breath of the Wild. Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres als die japanische Breath of the Wild Wii U-Fassung? Alter, wir warten jetzt fast eine Stunde hier. Fast eine fucking Stunde. Wer streamt denn das? Wer streamt denn das denn momentan eigentlich noch genau? Noch wer anders? Sind eigentlich noch andere Leute da dran? Oh Gott. Viel Spaß damit, Joseph. I fucking hated it. Oh. Na Leute, ist das besser als deutsches Frühstücksfernsehen? Was sind die eigentlich? Ah, deswegen habe ich sie mir nicht auf die Liste gepackt. Yeah, I don't give a shit. Warte mal, ist das Godzilla-Game, was so unfassbar teuer ist? Was auch für die PlayStation 3, was auch für die PlayStation 4 rausgekommen ist? Ich meine, das geht noch. Das kann man auf die Liste mal setzen. Oh mein Gott, da gibt es noch irgendwas anderes. Das ist das beste deutsche Frühstücksfernsehen. Godzilla versus my butthole. Was haben wir hier? Ich muss hier teilweise über das Initial D-Spiel, falls ihr euch denkt, Leute, was ist das, Björn? Ein Initial D-Spiel für die PlayStation 3. Falls ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, ich habe dazu ein Video auf meinem Patreon gemacht. Yeah, Baby, natürlich gibt's das. Natürlich gibt's auf meinem Patreon eine Review zu diesem Spiel. Genau, hier Initial D auf der PlayStation 3. Warning! Für Initial D? Ah ne, für das Ding. No. Ich hätte eigentlich lieber die Xbox 360 Fassung davon. Weil das Spiel ist ursprünglich für die 360 rausgekommen. Das Onitsubara Z. Und dann ist davon eine PlayStation 3 Version rausgekommen. Ich bin gar nicht mehr sicher, das ist Z2 Chaos. Und das ist Origin gibt's bei uns. Origin gibt's bei uns. Das habe ich, meine ich, auch auf der PS5, glaube ich, digital. Aber ich meine, Z wäre nie zu uns gekommen. Er ist Z2 Chaos. Und deswegen, das müsste ich eigentlich auch dann in der PlayStation 3-Version mal holen. Ja, ich glaube, das wäre auch mal. Weil das ist eine erweiterte Fassung von der Xbox 360-Variante. Sie meinten so um 7 Uhr. Ja, sie meinten ursprünglich, das sollte so um 6 Uhr live gehen. Ich weiß ja nicht mal, was das. Also, machen die das wirklich live? Ich dachte, das ist doch einfach auch nur irgendwas Gefilmtes. So. Ist das so schwer, einfach eine fucking MP4 online zu stellen? Ich will halt hier eine Version haben, wo ich halt sicher weiß, dass auch das Set drin ist.
Ich glaube, dafür muss ich mal auf Yahoo Auctions gucken. Um das halt safe zu finden. Breath of the Wild für die Wii U finde ich immer noch am besten. Das war das Godzilla-Ding. Oh, das ist das Cover von Lords of Shadows 2. Das sieht ja geil aus. Das ist ja unser Cover, das Design hiervon. Das ist ja so viel geiler. Das lässt das ja wie ein gutes Spiel wirken. Das ist ja false advertising. Das ist näher an unserer Version dran, aber das Bild sieht auch viel besser aus. Das lässt das Charakterdesign einfach viel cooler wirken. Alter, selbst die PlayStation 2 Titel haben ja bessere Cover gekriegt. Ich habe die NTSC-Fassung davon, die US-Version. Das hat auch ein gutes Cover gekriegt. Wir haben in Europa da so beschissene Cover von bekommen. Laden jetzt hoch, ist kein Stream. Ich krieg wirklich zu viel. Hatte das nicht mal irgendjemand aus Versehen gemacht zuletzt, wo es irgendwie ein Livestream sein sollte und dann haben sie einfach nur das Video hochgeladen? Naja, wenigstens können wir jetzt nichts verpassen. Have sex, Space Cowboy. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel davon aussieht, aber das kann man sich mal geben. Birds of Steel. Wie sieht denn das? Ist das ein Epo-Game für die PlayStation 3? Okay. Japan Import. Ja, was denn sonst? Ihr Nasen. Was haben wir hier noch? Die Cover sehen halt teilweise auch so viel besser aus. Das ist ja eine geile Edition. Relativ günstig. Metal Gear Rising Special Edition. Ich habe halt die US-Fassung davon für die PS3. Aber das Cover sieht halt auch super gut aus. Ja, Technical Espionage. Was ist? Das ist so Konami-Logo. Einfach abfotografiert. Ist das wirklich das Cover davon? Das ist ja echt wie Konami the Best. Hat davon irgendjemand hier einen Screenshot da drauf? Weil teilweise laden die das mit Screenshots hoch. Nee, das ist einfach nur das Case davon. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn das wirklich das Cover gewesen wäre. Oh, schade. Schade, das wäre so geil gewesen. Legacy, ich muss sagen, unser Legacy Collection Design, finde ich, sieht sogar besser aus. Das, was wir bekommen haben. Die habe ich mir zum Glück vor ein paar Jahren mal geholt. Aber so super günstig für irgendwie noch so einen Neupreis. 15, 20 Euro. Kurz bevor die richtig anfängen, im Preis zu steigen. Obwohl, weißt du, die japanische PlayStation 1 Version von Metal Gear Solid zu haben? Die haben das... Das ist ja wild, das wusste ich ja gar nicht, dass sie das so aufgebaut haben. Ich liebe auch, dass die auf der PlayStation 1 ist, auch Konami hatten dann immer hier dieses Action-Game, Adventure-Game oder sonst was da drin.
Das ist super. So, Grasshopper, haben wir es hochgeladen? Wie lange braucht ihr denn zum Hochladen von einem Video? Ihr habt doch japanisches Internet. Was ist denn da los? Ihr solltet das doch mit fünffacher Glasfasergeschwindigkeit da irgendwie hochladen können. Some last minute fixes edits, ja. Oh nein, wir haben noch überall Nippel drin gelassen. Risenup, vielen Dank. Vielen Dank für das Abo, ja. Konami waren das, ne, bei Silent Hill. Ja, genau, das war bei der Silent Hill Ankündigung, ja. Nee, keine Ahnung. Also sie werden auf jeden Fall, denke ich mal, was zur Shadows of the Damned zum Remaster zeigen, garantiert, und halt offizielle Versionen ankündigen davon. Also ich nehme mal an, dass es halt, ne, Xbox, PlayStation 4. Keine Ahnung, ob es eine separate PlayStation 5 Version dann geben wird oder einfach, oder halt nur, ich nehme an, es wird halt PS4, PS5, Xbox One, Series, PC sein. Vielleicht werden sie auch eine Switch-Version davon rausbringen. Für den japanischen Markt würde das auf jeden Fall Sinn ergeben. Oh, lol. Bim, bim, brr. Bim, bim, brr. Bim, bim, brr. Oh mein Gott, das japanische Cover von Lost Planet 3, das ist ja geil. Das sieht ja irgendwie noch schäbiger aus als unseres. Lost Planet, das japanische Lost Planet 2 Cover ist so geil. Das ist so geil. Oh, einfach diese komplette Armee aufgestellt. Richtig gute Komposition. Das liebe ich, sowas. Was ist das denn? Dungeons and Dragons over... Ach, das ist einfach nur... Ja, das ist der HD-Port gewesen von Capcom. Den gab's physisch für die PlayStation 3? Alter! Sag mal, hat man euch ins Hirn geschissen? Wie viel? 100 Tacken? Das sind 15 Euro. Das ist 15 Euro downloadable Game gewesen. 15 Tacken dafür. Hier, 100 Euro dafür, für die physische Version. Alter. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Oh, die PlayStation 3 Version von Odin's Sphere Life Brazil. Ich glaube, gab's die bei uns? Gab's die bei uns von Odin's Sphere? Oh ja, okay, die ist auch bei uns rausgekommen. Langweilig dann. Lame. Einfach eine Stunde hier gewartet. Einfach eine Stunde jetzt schon. Einfach eine Fuck. Weißt du, ich hab so Stress gemacht. So, ah, Björn, wo ist das? Wo ist das? Wann kommt das Spiel endlich? Ja, wann kommt der. Wo ist der Direct? Wo ist die Direct? Die läuft schon. Oh. Shadows of the Damned. Das EA-Logo über dem Arsch, lol. Ich meine, Lollipop Chainsaw, das Cover sieht eigentlich auch ziemlich cool aus von der japanischen Fassung. Same. Das bin ich, wie ich auf das Remake gucke. Das ist manchmal ganz wild, die japanischen Cover von so PlayStation 3 Spielen zu sehen. Hier so Heavenly Sword sieht auch, finde ich, ein bisschen besser aus als unser Cover. End of Eternity, das ist Resonance of Fate. Ich finde, End of Eternity ist ein viel besserer Name. Weil so, ja, End of Eternity und Resonance of Fate, das sind beide so Nonsense-Namen, aber End of Eternity klingt phonetisch besser, dieses EOE, und keine Ahnung, einfach diese Implikation, dass es so das Ende der Unendlichkeit ist, und dann ist das Cover einfach nochmal so viel besser.
So eben dieser Turm bis hier, das ist so viel geiler. Und dann haben sie, und dann ist die PS4-Version, oh, die gibt's physisch hier. Ja, das ist die koreanische Version. Kein Wunder, dass das Cover dann auch so schlecht ist. Nee, aber teilweise, es ist ja auch Uncharted. Ich weiß nicht, ob wie das... Haben die das mit... Warte mal. Nein, ich will... Ich wollte einfach nur den Titel haben, danke Amazon. Ich wollte mich nicht... Komm, wir gucken uns einfach Uncharted in Japanisch an. Legacy System. Das ist ja auch ein guter Quali, weil du hast, meine ich eigentlich von hier, das ist das zum Beispiel das Uncharted, das japanische Uncharted 1 Cover. Das ist so gut. Das ist so gut. Einfach hier eben nochmal wirklich wie so ein Indiana Jones Cover irgendwie gewesen. Nope, immer nichts. Ich wusste gar nicht, dass die auch dieses ganz normale japanische Cover rausgebracht haben, aber das ist deutlich besser. Ich meine eigentlich, hätte ich auch von 2 und 3 eins davon gegeben. Danke sehr. Ne, genau hier, das ist dann das... Genau da. So gut, das Cover. So gut, das Cover von Uncharted 2. Ich meine aber, hätte 1 nicht auch noch irgend so eins gehabt und 3? Ich muss mal gucken, aber das ist... Das finde ich hervorragend. Das muss ich mal auf die Liste packen. Ich meine, kostet halt literally... Ich muss mal Benny fragen. Das ist so ein Spiel, ich glaube, wenn er... Das solltest du halt in einem Book-Off irgendwie so... 108 Yen oder so finden. Wenn das hier für 50 Yen angeboten wird. 50 Yen sind halt wirklich, das ist so momentaner Preis, sind das so 35 Cent. Ah, HD-Verarbeitung braucht heutzutage kaum noch. Also vor allem, wenn das jetzt nicht irgendwie 2 Stunden lang ist oder so. So HD-Verarbeitung teilweise braucht das auch nur so 10-15 Minuten. Oh, ich krieg aber das Kotzen, ey. Drei Minuten laut YouTube. Komm, F5, Baby. F5. Und wir sind die Ersten. Ich werde der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Mein Travis Touchdown. Komm schon. Die ganzen Reaktionen da drauf, ey.
One eternity later. Da hat sich jemand aber nicht mehr getraut, auf mich zu antworten. Oh, was ist das? Gott, ey. Das war echt absolut cringe, einfach nur. Come on! Come on! Come on! Warte, vielleicht haben sie ja aus Versehen schon hier irgendwas neu, hier das irgendwie eingestellt. Also mal, machen wir mal. Weißt du, hätte ich gewusst, dass das jetzt noch so lange gehen würde, da hätten wir einfach eine von diesen 2000 Steam-Demos spielen können. So, einfach alles, was ich hier in die... Alter, weiß ich, meine Wunschliste ist so voll. Meine Wunschliste ist so fucking voll einfach. Holy shit. Wie viele von diesen ganzen Titeln alles Demos bekommen haben. Das ist absurd. So, dann hätten wir uns einfach mal zu Psychroma oder so die Demo ansehen können gerade. Oh. Oh. Gott. Ich hatte keine Zeit gehabt. Ich hätte meine Allergietabletten noch nehmen können. Und jetzt habe ich wieder... Ah! Oh. Ich krieg das Kotzen. Wenn sich das jetzt nicht lohnt, ne? Wenn sich das jetzt nicht in irgendeiner Form lohnt. Same. Also Leute, die dachten, sie könnten noch vor der Arbeit die Direct gucken. Ich meine, das kann halt teilweise geht das halt relativ fix, teilweise kann das auch mal irgendwo im Limbo festhängen bei der Verarbeitung. Oh, Leute, ich kann das nicht mehr hören. Oh, man hat doch mit Leuten zusammengearbeitet. Ja, genau. Man hat mit Leuten zusammengearbeitet, die auch selber sagen, oh mein Gott, it's fucking here. Endlich. Get fucked. Warum ist das hier nicht drin? Ah, komm, dann kicken wir jetzt hier raus. So. Alter, 11 Minuten? Für ein 11 Minuten Video? 360p?
Oh, okay, warten wir jetzt? Gucken wir das? Komm, wir gucken das jetzt einfach. 360p, let's go. Was ist? Nichts mehr Punkrock als das. Grasshopper Manufacturer Community Manager, and this is Bad Girl, aka Maddie. Hi, today I am Bad Girl because of course she is the best girl, and you know, I just felt like getting a little drunk and killing some people today. That is a pretty badass costume. You make that yourself? Or? A little bit. Nice. So today, in commemoration of Grasshopper's 25th anniversary, Bad Girl here and I thought we'd give you guys a little peek at some of the stuff that we're currently working on here in the studio. I saw that commercial you guys did, and didn't Garcia totally kill you? Yeah, we thought about doing something like coming out wrapped up all in bandages, or me claiming to be James's twin brother or something like that, but we realized that was kind of stupid, and the whole point of this Grasshopper Direct is to, you know, directly convey all this info that we've got for the fans, so we said screw it. Awesome. Well, people have been waiting for this, so let's go ahead and get started. First, we're going to start off with some comments from our CEO, Suda51. What's up, assholes? I established Grasshopper Manufacturer on March 30th, 1998, and thanks to just the amazing support and money that we've gotten from all our fans and employees and people we ripped off of we made it 25 years in the business. So, thanks, you guys. Oh, fuck! There's not a whole lot else for me to say, so I'll just talk about some random shit, I guess. I was born on January 2nd, 1968. Someplace in the middle of fucking nowhere and not in a prefecture called Ueda City. Oh, Suda hat sich aber echt verändert. I've kind of fucking... Okay, you know what? I feel like this is gonna get super long, so thanks a lot for the comments to the 51, we appreciate it. That's totally not Suda51. He definitely does not speak that much English, and by the way... Okay, you guys, let's take a look at some of the stuff that we've done over the past 25 years here at Grasshopper Manufacturing. Ich will das T-Shirt haben, das sieht cool aus. Yeah, Michigan! Let's go! Michigan Report from Hell Remaster 4K Edition! 120 FPS! Oh, da war wirklich das Evangelion-Spiel auch gerade drin. Holy shit. Ich meine, es wäre so based, wenn sie die Anime-Games rausbringen würden. Ich meine, wie gesagt, so wenn wir, also Shadows of the Damned Remaster, ja, kriegen wir. Es wäre halt geil, wenn wir halt wirklich noch von den restlichen Spielen, wenn halt alle möglichen Titel verfügbar gemacht werden wären. Oh, Shining Soul auch. Selbst Projekte, die gar nicht rausgekommen sind, das ist nice. Ich hätte auch gerne selbst Diabolical Pitch, holy shit. Ich meine, ich fände es auch cool, wenn irgendwie die anderen Titel eine Konsolenversion irgendwie bekommen könnten. Wäre halt auch nice. Ne, wenn irgendwie Killer 7 auch einen Konsolenport kriegen könnte. So, ja, wir haben die PC-Version und die ist auch cool. Aber das eben auf der Switch verfügbar zu machen, so Killer is Dead, ja, ist auch abwärtskompatibel, hat auch eine PC-Version. Wäre auch cool, einfach auf aktuellen Systemen zu haben. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich fände es halt cool, wenn wir einfach die Titel verfügbar machen, teilweise, aber natürlich auch irgendwas Neues ankündigen. Sinomora kannst du einfach begraben. Liberation Maiden wäre auch irgendwie super weird. Aber ich weiß gar nicht, wie das da auch mit den Lizenzen aussieht. Das ist ja auch ein Level 5 Projekt gewesen. Killer is Bread. Wasn't that an awesome little video? It really was, but are you sure we can show some of those things? And now for the stuff you guys have all been waiting for, some of the projects we've currently got on our plate here at Grasshopper Manufacturer. He's back. More terrifying than any demon. Was ist das für eine Audio? The most devoted, determined man in the world. Oh my god, welcher Praktikant hat das gemacht? Legendary Demon Hunter, Garcia Hotspur.
A non-stop action love story. Taking you straight through the deepest depths of hell. Aber ja, ich bin froh, dass es einfach nur ein simples Remaster ist. Remaster. To all current platforms, okay. Also auch Switch. Probably. The remaster is currently in production, and we'll keep you guys updated as soon as we've got more info to share. Oh my god, I'm so excited! When's the release date? So now moving on, we've enlisted international comic artist Peach Momoko of Marvel Comics fame to whip up some special 25th anniversary art for us, so let's take a look at that. Peach Momoko, renowned for her Marvel Comics cover art and manga illustrations. Watch her flex her skills as she creates her own original Grasshopper Manufacture 25th Anniversary artwork. And now, check out the finished piece right here in the studio. And here's the actual finished piece itself. Isn't that badass? This is so cool. Look at all these different characters from different Grasshopper games. But danke. This is perfect. Here. This in... thing that and no cat, no Kitsana, no honor. Das funktioniert natürlich mit 360p auch noch so viel besser. Pistol Yakuza, ich hoffe, das ist ein richtiges Spiel. Das wäre so dumm. Japanische John Wick. Who's this character over here? And we're also doing a special giveaway. Alter, die ist doch die Direct schon halb vorbei und wir haben einfach noch nichts wirklich angekündigt. Also, there's more. これが最大のプリント幅だったんですよね、この業者での。Das ist doch 4 Minuten! In celebration of Grasshopper Manufacturer's 25th anniversary, wofür the official so Grasshopper Manufacturer merch shop is now open. Our first batch of merchandise includes special 25th anniversary t-shirts and, well, a few regular Grasshopper Manufacturer t-shirts. We'll be dropping more new items in the future, so keep an eye out for new stuff. Ich meine, das ist show geil. Your friends how much ich, cooler ich, you are than them ein bisschen Merch with official haben, Grasshopper Manufacturer swag. Wahrscheinlich ist der Versand auf Europa eine Katastrophe. And our new swag shop will be officially opening right now. Oh my god, is there overseas shipping? Maddie, you bet your ass there is. Even Antarctica? Lastly, check this out. Oh mein Gott, sitzen die gerade an dem Tischtennistisch? Celebrating 25 years of Grasshopper Manufacture Games. Longtime Grasshopper Manufacture concept artist Tadayuki Nomaru is holding his very own art exhibition. I mean, good for him. Good for him. Go off, check King. Check out a wide range of Nomaru's original art, all in one place. The exhibition will be held in downtown Tokyo at Gallery Titoka in Kanda, not far cool. from Akihabara, from das July ja 22nd through August 6th. 5 minutes from me entfernt. Swing by to get your mind blown by some awesome and totally abnormal Nomaru artwork. Geh gleich ins Bett. This is pretty much just for those of you who are out here in Japan, but if you've got the chance, be sure to swing by and check it out. And apparently they'll be selling some special limited edition merchandise there as well. Hey, since I live like way out in the boonies, the company's gonna pay to fly me out and well, see that's it, about right? it for today's Grasshopper Direct. It sure was chock full of all kinds of juicy little nuggets. And now to finish things off, let's get a comment from our CEO, Suda51. And this time, I promise, it's the actual for real Suda51. I was like, shit, look at this fucking thing. So I got up, I ran last on the bitte bookstore. Irgendwas. Okay, well, it looks like he still hasn't finished his initial comment, so irgendwas, screw it. Bitte. Anyway, we hope you guys dig all the cool shit we've got coming up here at Grasshopper Manufacture, and thank you all for joining us today. Wait, do you hear something coming from behind that wall? Should be a fucking video, man, what the hell? Come on, eine Sache jetzt. Come on. What the fuck?
einfach nur ein Troll gewesen. Bitte, bitte komm, eine Ankündigung. Es ist keine Minute mehr übrig. あ、撮影してるんですけど。あ、ごめん、撮影してた。はい。あ、せっかくなんで、新年コメント。いいかな、これ。新作のやめたけど。大丈夫。いや、大丈夫。なんか、まあ、いいんじゃん。皆さん、レクラソッパー25周年経ちました。 Okay, es ist mittlerweile wenigstens. Okay, komm. Dann ist wenigstens gerade nochmal. Noch gerade nochmal hier drauf. Okay, was? What the fuck? Heißt das, dass es, ich sehe keine Spielfigur? Heißt das, dass es aus der First Person irgendwas ist? Also das wird wahrscheinlich der Radar sein. Hier ist irgendwie auf dem D-Pad. Das wird wahrscheinlich irgendwie UI sein. Hier auch irgendwas, aber ich sehe halt keine Spielfigur. Na, weil da kommt irgendwas, da taucht irgendwas auf. Aber hier, also ich nehme an, es ist ein First Person Spiel dann? Oder sieht irgendjemand eine Spielfigur? Weil hier ist für mich drauf nichts zu erkennen. Ich kann jetzt auch gerade nichts zuordnen. ...2,25 Spielzeit. Das wird wahrscheinlich die... Das werden wahrscheinlich... Okay, hier Lebensenergie oder sowas. Irgendwie... Oh nein! Oh mein Gott, diese ganzen... Diese ganzen Icons hier unten, lass das bitte kein... Lass das bitte nicht wieder so ein Multiplayer-Ding sein. Lass das bitte nicht irgendwie so ein Crafting-Geschisse in der... im Wald sein oder so. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich sehe diese ganzen Dinger hier und ich krieg irgendwie Bauchschmerzen. Das ist die Frage. Das war eine Katastrophe. Das war einfach eine Katastrophe. Vor allem dann Processing Baby, ja, das auf jeden Fall. Das war... Okay, ich gehe ins Bett. Ich habe keine Lust mehr. Ich leg mich nochmal hin. Das war absolute Zeitverschwendung. Großartig. Einfach über eine Stunde gewartet für gar nichts. Und das Einzige, was rausgezogen worden ist, yo Leute, wir machen ein neues Spiel. Maybe it's good, maybe it's ass. Shadows of the Damned Remaster kommt für Plattformen. Alle, maybe. Ich leg mich nochmal hin. Ich leg mich nochmal hin und dann muss ich arbeiten, dass die Videos rauskommen. Das war absolut gar nichts. Vielleicht streame ich heute Abend noch irgendwas. Mal gucken. Aber ja. Guten Morgen weiterhin.